Warum sind Sie heute hier bei dieser Demonstration? Naja, weil ich glaube, dass es ganz notwendig ist, dass man gemeinsam mit den Bürgern hier auch aufzeigt, dass all das, was hier passiert von der Bundesregierung, dass all diese Maßnahmen nicht evidenzbasiert sind und dass die Bürger es einfach satt haben, permanent nur eingesperrt zu werden. Wir sind ja hier in der Ostregion, ich lebe selbst in der Ostregion, also das sind die Bundesländer Wien, Niedersachsen und das Burgenland. In dieser Ostregion sind die Bürger wieder eingesperrt, sind die Kinder wieder aus den Schulen weg, ist der Handel wieder zu, die Existenzen werden weiter vernichtet. Die Bundesregierung hat offensichtlich keine anderen Antworten darauf. Wir haben jetzt österreichweit weit weniger Patienten auf Intensivstationen, wie wir das beispielsweise im November und im Dezember hatten, als wir dann aufgesperrt haben vor Weihnachten, weil die ÖVP versucht hat, irgendwas zu retten, was zu retten geht vom Weihnachtsgeschäft, war ohnehin reichlich spät, weil ja die meisten Leute leider Gottes ja schon in Online-Geschäften kaufen mussten. Also die einzigen Gewinner dieser Maßnahmen sind ja diese Riesen wie Amazon, Zalando und Co. Und ich glaube, es ist jetzt dringend notwendig, darauf hinzuweisen, es gibt keine Evidenz. Der Gesundheitsminister hat es nach 13 Monaten noch nicht geschafft, eine Evidenz uns zu geben, die dafür spricht, dass ein Lockdown wirkt. Wir wissen alle, es wirkt nicht. Es gibt nämlich Dutzende Studien, die das auch belegen, dass er eben nicht wirkt. Es gibt keine Evidenz dafür, dass die Masken tatsächlich helfen. Masken im Freien ist ja der neueste Wahnsinn, der da jetzt kommt in Wien oder beziehungsweise den es ja schon gibt in Wien. Gerade im Freien, wo das Ansteckungsrisiko gegen Null geht. Wir wissen auch von den letzten Demonstrationen, dass es eben keine Cluster gibt, weil eben die Ansteckung im Freien nicht gegeben ist. Also, und ich glaube, die Bürger haben jetzt endlich auch einmal ein Recht wieder auf ihr normales Leben, das sie zurückbekommen sollten. Die Bundesregierung soll sich die Zahlen anschauen und dann soll sie uns erklären, dass in Österreich mit 500 Intensivbetten die Intensivstationen ausgeschöpft sind. Das stimmt so einfach nicht. Was wäre Ihr Vorschlag? Was wünschen Sie von der Regierung? Was kann die Regierung in diesem Moment zu diesen wirklich schwierigen Zeiten machen? Also zunächst einmal das, was Sie jetzt angefangen haben, dass Sie plötzlich auf die Idee kommen, dass man ja österreichweit Patienten auf Intensivstationen unterbringen kann, hätte ich mich schon vor 13 Monaten erwartet. Österreich ist ein kleines Land, selbstverständlich hätte man das schon immer machen müssen, Patienten österreichweit auf Intensivstationen verteilen. Punkt 1. Punkt 2, der Schutz der Risikogruppen ist bis heute von dieser Bundesregierung vollkommen nicht gegeben. Das sind zum einen, wir wissen, wir haben eine enorme Übersterblichkeit, vor allem in den Pflegeheimen gehabt, zum Jahreswechsel. Daher ist es halt jetzt auch sehr billig zu sagen, dort wirkt schon alles, unsere Maßnahmen, dort gibt es jetzt weniger. Man muss leider sagen, die multimorbiden Patienten sind weggestorben, zum einen. Wir haben aber auch Risikopatienten, die in einem Privathaushalt leben. Und hier gibt es überhaupt keine Schutzmaßnahmen. Also sämtliche Anträge, die hier im Parlament waren, dass man diese Risikogruppen, dass man die Angehörigen der Risikogruppen dahingehend schützt, dass sie vielleicht einen gesicherten Arbeitsplatz bekommen, dass sie oder dass sie das Anrecht auf Homeoffice bekommen, wenn es möglich ist, wurden abgeschmettert von dieser österreichischen Volkspartei. Und da muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich es an einem plastischen Beispiel sagen kann, eine Familie mit einem schwer krebskranken Kind beispielsweise, da hat der Familienvater dann nur noch die Möglichkeit zu kündigen und sein Kind zu schützen oder arbeiten zu gehen und damit sein Kind jeden Tag zu gefährden. Hier hat die Bundesregierung bis heute nicht einem Antrag zugestimmt, auch diese Leute zu schützen. Das heißt, es geht der Bundesregierung eben nicht um den Schutz der Risikogruppen, sondern es geht ihr nur ums Einsperren. Das ist die einzige Antwort seit 13 Monaten. Ich glaube, es ist jetzt dringend an der Zeit. Wir haben eine Situation auf den Kinderpsychiatrien, dass die nicht nur voll sind, sondern dass es auf den Kinderpsychiatrien seit Jänner Triagen gibt. Das heißt, hier müssen suizidgefährdete Kinder und Jugendliche von 10 Jahren aufwärts abgewiesen werden. Und das ist eine Situation, die gab es in Österreich noch nie. 10-jährige Kinder sind normalerweise nicht suizidgefährdet. Seit dieser Politik, seit dieser Corona-Politik der Bundesregierung zeigen sich vermehrt solche Fälle. Frau Belakovic, eine Frage noch zum Schluss. Österreichische Firmen schicken ihre Mitarbeiter auf freiwilliger Basis nach Serbien, um dort geimpft zu werden. Was ist da schiefgegangen? Wir haben in Österreich zu wenig Impfstoffe. Dieses große Unternehmen, das ich hier jetzt anspreche, die haben im Ausland 35 Niederlassungen und die sagen auch selbst, wenn wir jetzt keine geimpften Mitarbeiter, also Schlüsselpersonal runterschicken, dann verlieren wir Aufträge für die nächsten 5-6 Jahre. Was sagen Sie dazu? Naja, auch da hat die Bundesregierung meines Erachtens vollkommen versagt. Das wissen wir ja. Ich möchte nur daran erinnern, der Bundeskanzler hat ja am 6. Jänner gesagt, impfen wird zur Chefsache. Dann hat er sich hingestellt und gesagt, die EU ist schuld, dass wir zu wenig Impfstoff haben. Herausgekommen ist, aber Finanzminister Blümel hat einfach zu wenig Geld hergegeben. Daher haben wir Impfstoffe liegen lassen. Und die sozusagen das im österreichischen Kontingent nicht abgerufen wurden, wurden dann in der EU noch einmal an jene Staaten, die eben bereit waren, Geld zu bezahlen, weiterverkauft. Das ist
ganz einfach ein Versagen dieser Bundesregierung. Gesetzt hat die Bundesregierung vor allem auf den billigsten Impfstoff, nämlich auf AstraZeneca. Und wir wissen, das ist diese Firma, die jetzt nicht nur die größten Probleme hat vom Inhalt her, das konnte man damals natürlich nicht wissen, aber das ist vor allem jene Firma, die die größten Probleme bei den Lieferschwierigkeiten macht. Sie sind ja promovierte Ärztin, soweit ich weiß, praktizieren aber, glaube ich, momentan nicht. Aber was sagen Sie, Sie haben ja da mehr Verständnis und mehr Einblicke, was sagen Sie generell zu AstraZeneca, zu diesem Impfstoff, der ja wirklich immer wieder in aller Munde ist, leider Gottes sehr oft negativ? Na, ich glaube, dass Österreich gut daran beraten wäre, AstraZeneca auch auszusetzen, wie das viele andere Länder getan haben. Und ich finde es besonders schlimm, wenn unsere Regierungsexperten, und ich nenne sie bewusst so, die teilweise ja nicht nur im österreichischen Impfgremium sitzen, sondern auch im Ständigen Impfausschuss der Bundesrepublik Deutschland, einmal so entscheiden und in Österreich anders entscheiden. Das zeigt, dass unsere Regierungsexperten so entscheiden, wie sie eben bezahlt werden und wie das die Regierung möchte. Ich glaube, und ich halte auch den Satz der EMA für einen sehr gefährlichen, zu sagen, dass der Nutzen höher ist als das Risiko, denn wir wissen ja nicht, wie hoch der Nutzen tatsächlich ist, und zwar bei allen Impfstoffen nicht. Wir wissen nicht, ob sie eine tatsächlich sterile Immunität geben. Wir wissen auch nicht, ob die Bürger tatsächlich nach der Impfung geschützt sind. Und wir sehen ja auch jetzt schon, dass beispielsweise in Israel eines der Impfweltmeister, also ich glaube, da sind wir uns einig, eine enorm hohe Sterberate insgesamt trotz allem ist, trotzdem sie so viel geimpft haben. Übrigens eine weit höhere Sterberate als in Schweden. Und das, wenn man sich jetzt überlegt, dass in Israel sehr viel jüngere Menschen leben, die Gesellschaft jünger ist als jene in Schweden, dann zeigt sich schon, dass hier offensichtlich insgesamt die Prioritäten völlig falsch gelegt worden sind. Man hat ein Jahr lang versucht, einen Impfstoff zu erforschen oder ein Dreivierteljahr, bis er halt dann am Markt war. Es hat aber niemand versucht, ein Medikament zu erforschen. Und das ist eigentlich, glaube ich, dieser Schwerpunkt, den man gedacht hat. Man braucht jetzt dringend eine Impfung, um die Leute durchzuimpfen. Ich halte das für den falschen Weg. Man muss immer im Leben auf allen Ebenen schauen. Genau das ist auch das, was ich der Bundesregierung vorwerfe. Wir haben immer nur Corona im Blick. Es gibt aber Österreich insgesamt. Wir haben in Österreich ein Wirtschaftssystem, wir haben in Österreich ein Bildungssystem, wir haben in Österreich auch viele, viele andere erkrankte Menschen. Und es ist offensichtlich der Fokus nur auf Corona gerichtet. Das ist die völlig falsche Gewichtung. Letzte Frage noch, Frau Belakovic. Gibt es Gespräche mit den Russen, Sputnik V, Sputnik 5? Was sagen Sie dazu? Naja, man wird sehen, was der Herr Bundeskanzler hier wirklich zusammenbringt. Ich glaube, der ist auch nicht schlecht als AstraZeneca. Wenn Sputnik V liefern kann, dann soll Sputnik V liefern. Man kann das auch in Österreich mal testen. Man sollte sich die Daten vielleicht aus Russland auch geben lassen, vielleicht auch aus Ungarn. Auch die Ungarn impfen ja damit schon sehr viel. Das müsste man sich anschauen, wenn die EMA nicht bereit ist, Sputnik V zuzulassen, kann sich Österreich überlegen, hier einen Alleinweg zu gehen. Wir haben das schon vor Wochen und vor Monaten gefordert, eigentlich, dass man auch mit den Russen reden sollte, damit in Österreich jeder, der eine Impfung möchte, eine bekommt. Ich möchte nur einmal noch festhalten, wir sind jedenfalls für Wahlfreiheit. Was wir nicht wollen, ist eine Impfpflicht.